Jo, servus Leute, zum weiteren der Doschen angezockt. Wir zocken nicht Super Mario 3D World, nee, machen wir nicht. Sondern Luigi Bros. Lassen wir es mal hier mal laden. Luigi Bros. Ist eine Abwandlung des Spiels sondern Mario Bros. So wie es 1983 für diverse Arcade-Automaten und Konsolen rausgebracht wurde. Ihr seht es ja hier schon. Es handelt sich dabei um original dasselbe Spiel. Nur da wir vor kurzem das Jahr des Luigi hatten, hat Nintendo sich entschlossen, Luigi hier als Hauptcharakter einzusetzen. Es ist aber original dasselbe, wie es, ich glaube, damals auf dem NES oder so erschienen ist. Und schon bin ich tot. Die Steuerung ist mega tricksy, da habe ich so wahnsinnige Schwierigkeiten. Ich kenne das Original vom NES nicht. Ich hatte das Spiel auf dem C64. Ich kenne es vom Atari 2600, glaube ich. Und noch von diversen anderen Plattformen. Aber vom NES selber kenne ich es jetzt ja nicht. Müsste ich direkt mal nachschauen. Die Münze. Und nochmal die Münze, die gibt aber nur Punkte. So im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, dasselbe Spiel. Erschien 83, ist der offizielle Nachfolger von Donkey Kong. Es geht nicht, ich kann ja nach oben springen und lenken. Das geht nicht, ich kann nur die Richtung lenken, wenn ich in die Richtung laufe. Ist nicht der erste Auftritt unseres Klempners. Der erste Auftritt unseres Klempners war ja bekanntlich Donkey Kong und da hieß Mario nicht Mario, sondern Jumpman. Hier ab diesem Spiel heißt Mario Mario und Luigi heißt Luigi. Und die Geschichte ist irgendwie, dass sie die Kanalisation von Brooklyn befreien müssen vor diversen Ungeziefer. Witzig ist, dass in diesem Spiel die Koopas nicht Koopas heißen, sondern Shell Creeper. So, wir haben alles. Ein Traum, Leute. Jawohl, ja. 800, perfekt. 3000 Points. Ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel, muss ich gleich sagen. Es ist auch nicht eins meiner Favoriten. Ach genau, diese Krabben muss man ja zweimal treffen. So, bevor wir sie töten können. Ich bin, wie gesagt, nicht sonderlich gut in dem Spiel, weil es nicht meine Art oder nicht mein Genre ist, sagen wir mal so. Ich bin ja mehr so der Jump'n'Runner. Es ist zwar auf einer gewissen Art und Weise ein Jump'n'Run, aber es ist, ich würde mal sagen, es geht mehr in die Kategorie es geht mehr in die Kategorie Geschicklichkeitsspiel. Alter, hau ab! Einen Speed drauf, diese Krabbe. Alter, der ist doch nicht ganz knusprig. So, mal gucken. Oh, da kommt das Teil hier. Nein! Ach, jetzt reicht's. Wenn ich nur einmal treffe, ist ja interessant. Ja, irgendwie auch nett. Und schon bin ich tot. Bin ich jetzt Game Over? Ja, ich bin Game Over. Jetzt von der Grafik her und so weiter ist es genauso wie die Arcade-Klassiker. Was ist denn eigentlich Game B? Habe ich jetzt das Spiel schon angewählt? Ich kann hier nichts wählen. Ah, Etzer. Was ist Game B? Im Übrigen ist es der erste Auftritt unseres Powerblocks, den wir hier sehen. Der dann auch in diversen anderen Mario-Spielen sein Debüt feiert. Unter anderem Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 und noch weiteren und natürlich auch momentan bei Super Mario Maker fett vertreten ist. Verdammt. Ja, wenn die Schildkröte in der Luft ist, wird sie natürlich nicht getroffen, aber sie frisst mich. Ja, sie frisst mich. Schau mal, jetzt kommt dieses Teil da wieder. Dieser Feuerball. So, getroffen. Killen wir das Teil mal. Und jawohl. Noch erwischt, bevor dieses, was ist es denn, ein Bienenschwarm oder ich habe keine Ahnung, was es sein soll.
Nein, Anleitung habe ich keine. Und bevor jemand fragt oder wieder mal irgendein Kommentar kommt unter die Videos, ich möchte doch bitte die Anleitung zum Spiel vorher lesen. Ich habe keine Anleitung. Das hier ist, wie gesagt, die Version, die Super Mario 3D Land, na, 3D World beilag. Da ist keine Anleitung dabei. Vielleicht ist sie irgendwo abrufbar, aber ich lese keine Anleitungen. Prinzipiell nicht. Anleitungen sind so... Verdammt. Das sind so typisch 90er. Und schon bin ich wieder Game Over. Ja, ich wollte euch das Spiel zeigen, weil ich es lustig fand. Ihr seht ja, Copyright 1983, da kam die erste Version davon raus. Seitdem gibt es Umsetzungen auf sämtlichen Systemen. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, kein System, auf dem dieses Spiel nicht erschienen ist. Natürlich mit dem Originaltitel Mario Bros. Und nicht Luigi Bros. Es ist auch zu zweit spielbar, wie ihr da seht. Da spielen das mal beide Luigi und nicht Mario. Mario ist in diesem Spiel überhaupt nicht vertreten. Aber das macht ja nichts. Mario ist ja eigentlich im Grunde, im Ursprunge, zumindest in der damaligen Zeit, unterscheidet sich Mario und Luigi ja nur von der Farbe her. Dass die Physiken und die Sprungphysik und so weiter anders ist, das kam ja erst, ich glaube mit Super Mario Bros. 2 kam das auf. Vorher war ja beides identisch. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, Miyamoto und ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie der andere hieß, Gunpei Yokoi. Ich glaube schon, die beiden haben zusammengearbeitet, haben dieses Spiel entwickelt. Gunpei Yokoi ist den meisten auf den ersten Blick kein Begriff, aber Gunpei Yokoi ist der Schöpfer von Super Mario Land auf dem Game Boy. Da hat Miyamoto nicht mitgemacht. Das war einzig und allein das Verdienst von Gunpei Yokoi. Wie dem auch sei, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Doschen angezockt. Eier Doschen.